Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Es ist Sonntag, wir haben noch 9 Spiele und meine Konzentrationskammern sind wieder voll. Ich kann wieder gut und konzentriert spielen, will heißen, ja, wir lassen uns von irgendwelchen Gegentoren oder ähnliches erstmal nicht unterkriegen, wenn also Modesten 84, war Modestischen 83er? Egal, ich lasse mich nicht unterkriegen und wichtig ist, wenn wir ein Gegentor fressen, dann einfach zum eigenen Fehler stehen. Dann kann ich das besser in Zukunft verhindern. Plus, wir können dann besser konzentriert weiterspielen. So, ich wollte mal gucken, wie viele Scorerpunkte Bentaleb gemacht hat. In 28 Spielen, 9 Stück ist halt unglaublich viel für einen Sechser. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das halten kann. Es wäre super geil. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist halt schon sehr krass. Ja, dann würde ich sagen, wir können weiterspielen. Moment, Moment, ich denke dran. Latzer auf die Bank. Oh mein Gott, endlich denke ich wieder dran. Das ist halt die perfekte Mischung zwischen defensiv und offensiv. Also wenn ich nicht nur defensive oder nicht nur offensive unterstützen will, dann nehme ich halt den Latzer, der dann meiner Meinung nach ein gutes Bellarabi werde ich jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit nicht so oft verwenden, deswegen kriegt er nur einen kleinen Vertrag. Geben wir ihm den. Was wollte ich sagen? Ja, genau, Lazza ist halt ein gutes Zwischenstück zwischen Bellarabi als Offensiven und Puma als sehr Defensiven. Der kann auch mal nach vorne was machen, Lazza, ist aber halt auch defensiv sehr stark. Und von daher will ich den schon auf der Bank haben als Option zum Wechseln. Komm, wir spielen weiß, weiß gegen helles Lila. Das ist, sieht bestimmt mega geil aus auf dem Platz. So, jetzt aber. Konzentration, Augen auf dem Straßenverkehr. Okay, er hat Ronaldo. Ich weiß nicht, wie er sich Ronaldo leisten kann. Das hat eigentlich eher ein schwaches Team. Noch Foot Champions Karte und ein 86er Linksverteidiger, der wahrscheinlich auch ziemlich teuer ist. Aber Ronaldo ist krank. Also ich weiß nicht, ob er sich aber alles ausgegeben hat, um sich den leisten zu können. Oder ob er einfach ihn gezogen hat und nicht verkauft hat. Keine Ahnung. Jetzt wird er wahrscheinlich das Team umstellen. Er wird mit Sicherheit Ronaldo in den Sturm stellen. Und Foot Champions Ben Yedder, den irgendwie ziemlich viele haben. Den wird er vielleicht auf außen stellen. Ich weiß nicht, ob das schnell ist oder ob er ihm einen schnellen Champions League Style gegeben hat, aber er wird mit Sicherheit Ronaldo in den Sturm stellen. Das würde ich wahrscheinlich auch so machen. Puh, aber egal, wir haben Info Modest. Der zieht das Ding. Komm schon. So, konzentriert und aufmerksam spielen vor allem der Abwehr unsere Boah, hat ein bisschen Glück. Vidal war mehrmals dran, Hummels war nochmal dran. Dann kommt er zum Glück auch nicht zu einem guten Abschluss. So, Modest Kopfball steigt, der gewinnt mal dieses Kopfballduell für uns. Fast. Macht er leider gut. Das machen wir nicht gut. Müssten mal den Ball behalten, wenn er den Fehler macht und so, jetzt behalten wir mal den Ball, okay. Für ungefähr eine Sekunde. Auch wieder ein sehr schneller und aggressiver Spieler. Da müssen wir aufpassen, ob wir uns nicht zu sehr an seine Spielweise anpassen. Oh, also der Ball war halt echt schon ziemlich weit vor uns. Danach ein Kopfball. Spiel kommt, hätte ich nicht gedacht. Aber weil er mit Sicherheit eine Schusstäuschung machen, entweder in den Stand oder in die Drehung, aber das hat zum Glück gar nicht funktioniert. Ich kenne das Problem. So, jetzt aber Modest bitte mal. Wieder so ein Ausfallschritt, gegen den ich dann einfach nichts mehr machen kann. Fuck, ich mach's ihm zu leicht oder er macht's zu gut, eins von beiden.
Nein! Oh, ich dachte, Piszczek bekommt den Ball und wollte zu Dembele passen. Was ist denn gerade los? Das sieht aber überhaupt nicht konzentriert aus. So, jetzt aber. Alter, er antizipiert einfach zu 100%, wo ich hinpassen will. Das gibt's doch nicht. So, jetzt holen wir hier mal ein bisschen Ruhe rein. Oh, der Ball soll auf Reus gehen. Tunnelt. Nice Lackertor. Er hat einen Doppeltunnel gemacht. Er zeigt sich nochmal, es war ein doppelter Tunnel. Tor darfst du halt einfach nicht fallen. Und ich weiß auch nicht, was ich da anders verteidigen soll. Also, außer dass ich halt keinen wirklichen Zugriff nach vorn bekomme, das muss ich leider zugeben, hätte das Tor halt trotzdem nicht fallen dürfen. Aber egal, wir bleiben dran. Es steht nur 1-0. Wir haben noch genügend Chancen. Das Spiel zu drehen. Knapp. Sollte ein direkter Pass werden, schade. Aber mal schön durchgespielt, unser erster Abschluss. Und wenn es so weitergeht, wie gesagt, können wir auch das 1-0 machen. Das gegnerische Tor war einfach nur ein doppelter Tunnel, von daher scheißegal. War interessant, das sollte halt direkt passen mit dem Bilder, damit er halt den Ballkontakt hinbekommt, aber. Alter, da sollte die natürlich. Es soll einfach eine Schusstäuschung in den Stand machen, aber ich bekomme den Ball wieder. Schade, aber wir hatten, also das Ende dieser ersten Halbzeit macht auf jeden Fall Mut, würde ich sagen, dass es hier noch nicht das Ende ist nach diesem 1-0. Und wie gesagt, das 1-0 vom Gegner, also klar, ich habe keinen Zugriff bekommen ins Spiel nach vorn. Man hat dann immer wieder den Ballverlust, das kann man mir vorwerfen, aber es war dann ein doppelter Tunnel, der zum Tor führt.
da mache ich mir jetzt eigentlich abwehrtechnisch erstmal nicht so viele Vorwürfe, dass ich halt ins Spiel nach vorne nicht reingekommen bin. Das ist halt leider manchmal so. Ist dann ja gegen Ende besser geworden. Interessant, dass es kein Foul war. Das darf halt nicht passieren. Sehr gut von Sokrates. Ganz in Ruhe weiterspielen. Scheiße! Fuck you! Plattenhardt spielt den Ball raus, er bekommt ihn natürlich wieder. Geht das bei einer anderen Formation spielen? So ein Drecks-Scheiß-Spiel schon wieder, ey. Aber ich darf mich nicht aufregen, ich muss einfach versuchen weiterzuspielen. Es sind halt einfach wieder zwei total günstig laufende Tore für ihn. So sollte der Pass nicht kommen. Oh, Plattenhardt! Zum Glück bleibt er dran, ey. Macht Plattenhardt da unten auf. Ist richtig, richtig dumm einfach nur. Genial gespielt. Oh, das ist ein Foul. Meine Fresse.
Formation funktioniert wieder überhaupt nicht. Das ist zum Kotzen, ey. Ich wechsle wieder ins 4-2-3-1. Es bringt. Ach, es bleib ruhig, ist scheißegal. Zwei Lackertore, wenn du das Spiel verlierst. Egal, du willst die restlichen Spiele gut spielen, du darfst dich nicht aufregen. Okay, mit ein bisschen Glück schießen wir noch zwei Tore. So, Müller. Ach nee, Moment mal, wir haben ja noch den ZOM Müller. Oh, Schusstäuschung, Junge! Läuft richtig alles gegen mich wieder. Schon 10 Minuten Powerfußball. Und er macht's Modest, wichtiges Tor. Abgefälscht, scheißegal, Gegner hat auch zwei Lackertore geschossen. Komm jetzt, zweite Lackertor hinterher. Los. Komm schon, zweite Lackertor hinterher. Soll den normalen Pass machen, macht wieder einen Lauspass draus. Aber egal, komm jetzt, ja, einfach schön das 2-2, komm. Komm schon, jetzt ist 2-2. Komm schon, komm schon. Scheiße! Nicht aufregen, ist egal. Wir haken das Spiel ab und wir haben es verloren. Mir war schon klar, dass ich nicht jedes Spiel gewinnen werde. Schönes Tor von Modest, das gefreut mir, das gefällt mir schon mal sehr gut. Und der Rest ist scheißegal. Waren zwei Lackertore. Ich muss mir vorwerfen, dass ich es am Anfang nicht geschafft habe, gut ins Spiel reinzukommen, aber das ist halt manchmal einfach so. Und dass ich vielleicht den Fehler gemacht habe, aus 4-3-2-1 zu stellen, weil am Ende der ersten Halbzeit im 4-2-3-1 lief es ja eigentlich ganz okay. Das hätte ich weiter forcieren sollen und halt nicht aufs 4-3-2-1 stellen. Und dann am Ende hatte ich noch eine gute Chance, die leider nicht gemacht wird, sonst hätten wir dann auch sogar noch ein 2-2 gespielt, aber ja, im Großen und Ganzen kann ich mir nicht viel vorwerfen in dem Spiel. Es war meiner Meinung nach keine verdiente Niederlage im klassischen Sinne, von daher. Ja, und ich habe auch jetzt die letzten Aufnahmen hatte ich auch zwei Spiele dabei, die ich etwas glücklich gewonnen habe, wo es eher hätte ein Unentschieden geben müssen. Von daher, ausgleichende Gerechtigkeit kommt halt vor. Scheiß drauf. Weiter geht's, nächstes Spiel. So. Diesmal kommen wir bitte direkt richtig rein ins Spiel.
Warum der Gegner, also manchmal ist es halt so, ich kenne das ja auch, man hat am Anfang einfach so eine Druckphase und der Gegner kommt überhaupt nicht zum Zug und dann irgendwie ändert sich das. Und leider hat halt der Gegner dann dieses Tor geschenkt bekommen. Mit seinen zwei. Ja, ich denke, es geht. Mit seinen zwei Tunneln, von daher scheiß drauf. Okay, das ist ein Hybrid mit sehr starken und sehr schwachen Spielern drin. Zum Beispiel Kolasinac ist halt nur ein 75er, aber es ist halt trotzdem ein sehr guter Linksverteidiger. Dann haben wir aber halt auch, ich glaube, Griezmann hat er gehabt. Und dann noch irgend so ein Foot Champions 86er Mittelfeldspieler. War das eklig. Oh! Danke. Das war bitte abgefälscht. Der Ball war bitte abgefälscht. Ja. Kommelzer, Fährmann ficht. Sehr geil von Vidal. Alu, geiler Schuss von Modest mit links und auch krass, wie er wieder den Gegner vom Ball abhält. Also ich glaube halt echt, der Spielertyp liegt mir mehr als die wuselig schnellen. Schön gemacht von Bentaleb. Ein bisschen verdribbelt, aber Müller bleibt trotzdem dran. Also mein Team macht gerade echt einen guten Job. Schwacher Pass von Piszczek. Das ist echt auffällig, dass Piszczek ab und zu mal richtig beschissene Pässe raushaut. Und der hat auch nun einen guten Passwert mittlerweile als Inform. Als Nicht-Inform ist mir da auch kein schwacher Passwert aufgefallen. Das ist komisch. Wieder mal schlecht mitgelaufen vom Außenverteidiger. Ach du Scheiße, danke Vidal. Schwacher Pass. Geiler Pass von Dembélé auf Piszczek. Oh, doppelt Fuck. Macht hier echt ganz haarsträubende Fehler. Wir haben es noch nicht geschafft, die entsprechend auszunutzen. Das ärgert mich ein bisschen. Schwacher Pass.
Ja, der Ablauf von den Dingern am Ende war nicht ganz so, wie ich mir es geplant habe, vorgestellt hatte. Also, da muss ich mir auf jeden Fall den Vorwurf machen, hätte ich besser ausspielen können. Schön mitgenommen. Es ist wieder so ein Stadion, wo es so dunkel ist, oder? Ach nee, das ist doch mein Stadion. Aber gibt es da unterschiedliche Uhrzeiten? Also irgendwie finde ich es gerade wieder nicht so optimal. War schwierig, dann noch irgendwie Sanchez, den herannahenden Sanchez auszuweichen, finde ich. Nein! Ich wollte auch eher auf Müller passen, dann habe ich vielleicht zu strapp aufgezogen, aber dass da Modest den Ball nicht bekommt, ist natürlich auch wieder krass. Fuck, wir müssen hier auf jeden Fall schon führen. Und ich mache jetzt bei mir mal Licht an. Vielleicht liegt es auch an mir, dass es hier, dass mir dunkel vorkommt. Ach, Mann, Mann, Mann. Es könnte so viel besser aussehen. Also 1-0, vielleicht sogar schon 2-0. Also das 1-0 ist Pflicht, ne? Aber vielleicht hätte ich sogar schon 2-0 stehen können. Aber konzentriert weiterspielen. Selbst wenn der Gegner jetzt ein Tor schießt, nicht durchdrehen. Wir haben hier immer dann die Chance, das Spiel zu drehen. Wir hatten jetzt schon den Alu-Treffer. Modest hat wieder, ja, sich gut bewegt. Und ich denke, er passt vom Spielstil her auf jeden Fall besser zu mir. Und er ist eigentlich auch der Einzige, der diesen Tank-Spielstil, oder der Beste, sagen wir mal so, er ist der Beste in der Bundesliga, was das angeht. Wer am ehesten da noch rankommen könnte, wäre Lewandowski mit dem entsprechenden Champions-League-Style. Aber ansonsten ist es halt eigentlich Modest. Von daher müsste ich eigentlich noch Lewandowski mal wieder testen. Was heißt mal wieder? Noch ein zweites Mal testen. Weil sein Spielstil mittlerweile. Oh. Mir mehr liegen sollte. Nein, nein. Haben wir den Ball fast? Lässt auch super oft über außen durchlaufen. Oh, spiel doch bitte einen normalen Pass, wenn ich einen normalen Pass eingebe. Mach einen Laufpass, wenn ich einen Laufpass eingebe. Danke. Sehr schön von Sokratis. Das war ein ganz, ganz einfacher Pass. Verstehe ich nicht, warum Bentaleb sich das für hinschmeißen muss. Den kriegt er halt auch, wenn er ganz normal stehen bleibt. Ist ein Foul an Vidal.
Dürfen wir uns nicht aufregen. Es ist scheißegal, ob es vielleicht mal ein, zwei Minuten nicht so gut läuft. Der Gegner hat noch kein einziges Mal geschossen in der zweiten Hälfte. Und wir werden jetzt auf jeden Fall auch einfach irgendwann uns weitere Chancen erspielen. Ein bisschen ruhiger spielen. Ich darf nicht so unwahre. Gegner war auf jeden Fall schlechter als ich. Herzlichen Glückwunsch. Das 1-0 lag jetzt vielleicht nicht mehr ganz so sehr in der Luft wie in der ersten Halbzeit, aber trotzdem ärgerlich, dass mal wieder die Verbindung. Wie gesagt, ich spekuliere darauf, das liegt daran, dass die Server, die EA-Server, die Verbindung zu beiden Spielern kappen und dann halt einfach sich denken, ja, scheiß drauf, jetzt müssen wir halt. Naja, ist egal. Lohnt sich nicht drüber aufzuregen. Lohnt sich aber leider auch kein weiteres Spiel. Weil ich denke gerade drüber nach, ob ich trotzdem noch eins mache, weil ich kann jetzt keine weitere Aufnahme machen. Ist halt schon recht spät, aber dann. Also schon recht lang, aber ist eigentlich egal, ich habe so viele Folgen. Können wir auch eine extra lange Folge machen. Also, Konzentration wieder hochhalten fürs nächste Spiel. Ich meine, ich muss ja auch mal irgendwie zu Rande kommen. Jetzt haben wir wieder nur ein Spiel sonst. So kommen wir jetzt auf 7 Spiele da, die ich noch machen muss. Ich werde dann nach der Aufnahme zu meinen Eltern essen gehen. So dass. Oh Gott. So dass ich dann nach dem Essen noch 7 Spiele habe. Das ist okay. Nee, bitte nicht. Schwarz-Weiß ist irgendwie uncool. Ich hoffe mal, dass wir jetzt keinen ultraschweren Gegner bekommen, weil das wäre halt echt bitter. Das wäre quasi. Ach du Scheiße. Zumindest haben wir einen ultraschweren Gegner, was die Mannschaft angeht. Infom Reus, aber wir brauchen gar nicht anfangen drüber zu reden, was da alles Infom war. Neuer im Tor, super schneller, krasser Sturm. Infom Aubameyang, Infom Reus könnten auch Second Infom sein, ich weiß es nicht genau. So, aber egal. Wenn wir gegen den gewinnen, ist es umso geiler. Von daher konzentrieren, gut spielen, wie im letzten Spiel. Und diesmal macht Modest sein Ding halt auch. Müssen jetzt eigentlich auch schon wieder ein Spiel abziehen von Modest, was halt abgebrochen wurde. Schade. Schade. Scheiße. Blöder Ballverlust. Jetzt kann er mit Tempo hier in den Konter gehen, aber dann legt er sich glücklicherweise den Ball wieder so dumm vor. Ich frage mich, ob das bei anderen Gegnern so häufig funktioniert. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Es klappt da einfach nicht. Schade. Das war ein Ballverlust, der nicht sein muss. Eigentlich viel zu weit der Laufpass. Er war viel zu weit. Nicht aufregen, nicht aufregen, nicht aufregen. Ist nichts passiert. Nicht aufregen, nicht aufregen, nicht aufregen. Nicht aufregen. Schöner Schuss von Modest, schwieriger Schuss. Sehr geil. Oh nein, dass er den durchbekommt, ist natürlich sehr ärgerlich. Das ist dafür umso geiler. Vidal mit dem Ausfallschritt, was bedeutet, ich verliere wieder einen Spieler im Mittelfeld. Gut gemacht von Hummels.
Was? Da stand keiner mehr? Ich hatte halt keine Zeit mehr auf den Radar zu gucken und dachte, da ist noch irgendwo ein Außenmittelfeldspieler, so wie sie es gehört. Außen halt. Oh, Bentaleb über außen bringt mir gar nichts. Schade, läuft leider mit. Das wird ein sehr schweres Spiel, alleine schon aufgrund der individuellen Klasse, die er mitbringt. Alter, ich hatte schon Angst vorm Eigentor. Aber wie da Vidal sich an Dembele rein läuferisch durchsetzt, das verstehe ich nicht, weil Vidal ist nicht so schnell. Es sei denn, er hat ihn halt wirklich Shadow oder sowas gegeben. Dann könnte es vielleicht sein. Wir müssen hier auf jeden Fall das Spiel beruhigen. Modest arbeitet auch sehr gut gerade nach hinten mit. Oh, fuck! Mann! Der Schuss wieder geblockt. Ist das bitter, ey. So schön rausgespielt. Warum landet der dann immer da drüben? Macht Fährmann. Hat einfach so einen Respekt vor der Pace von Aubameyang. Das ist so nervig. Schade. Geil. Sollte eigentlich auch zum Torhüter zurück. Das ist rot, eigentlich. Sollte eigentlich zum Torhüter zurück, der Ball, aber egal. Guck mal, mit Young, mit Gelb ist wahrscheinlich. Scheiße. Ja, eigene Schuld, aber es ist halt wieder das. Der Spieler ist die ganze Zeit frei und in dem Moment, als ich auf Passen drücke, genau in dem Moment. Macht er, also stelle ihn halt zu und ich kann nicht mehr zurück, ich komme nicht mehr weg. Das ist halt das Problem. Also es war im Endeffekt natürlich meine Schuld, klar. Aber ein bisschen Pech ist trotzdem mit dabei. Aber vielleicht, naja, ich weiß nicht, man sollte halt einfach das eigene Glück nicht auf die Probe stellen. Punkt. Also ich dürfte mich nicht beschweren, wenn jetzt hier schon 1-0 für den Gegner steht, aber der Gegner dürfte sich auch nicht beschweren, wenn ich schon ein Tor geschossen hätte. Also es könnte halt auch locker hier 2-2 stehen, gerade die Riesenchance, die dann geblockt wird. So, Modest, komm, du bist mega Kopfballstark, zeig's doch auch mal. Toll. Bin mit meinem Daumen abgerutscht und habe dadurch irgendeinen Scheiß gedrückt. Sehr spannendes Spiel, schwieriges Spiel, ausgeglichenes Spiel, würde ich sagen. Ich denke, das Unentschieden ist okay. Es könnte auch 1-1 oder 2-2 stehen. Ich muss noch weniger Fehler machen. Komm, noch weniger Fehler im Aufbauspiel, noch klarere Chancen, die dann nutzen. Es war halt echt bitter, dass dieser Schuss nochmal geblockt wird. Von, ich glaube, Dembele war es. Im Strafraum. Schönes Ding auf Plattenhardt. Oh, abgefälscht. Aber ist halt auch wieder schade, dass Vidal wieder nicht zum Schuss kommt. Aber schön rausgespielt. Nie bekommen wir den zweiten Ball, ey. Das ist zum Kotzen. Also nach diesen Ecken. Fuck, da steht er leider gut.
hat Benny der eingewechselt oder was? Das scheint echt abzugehen. Gott. Komm, Plattenhardt, sehr schön. Nicht mehr schön, nicht mehr schön. Gemacht von Sokrates. Einfach konzentrieren, das Spiel nicht aufschwingen lassen, solange wir den Ball nicht verlieren, ist alles gut. Schade. Keine Ahnung, wo den Ball hinspielen will. Wir werden ständig geblockt, das nervt. Oh, ich hab's gewusst. Ein Bille, der Trottel steht im Abseits. Zum Glück saugt er ihn nicht runter, ey. Ich hatte kurz Angst, aber er saugt ihn nicht. So, konzentrieren, weiter gut stehen, komm schon. Krass, das ist kein Fall, aber Alaba geht mir gerade so auf den Sack in dem Spiel. Ohne Scheiß, ey. Vielleicht sollte ich mir echt langsam mal wieder Alaba für Plattenhardt holen, aber eigentlich ist Lewandowski noch mal interessant jetzt. Nein! Fuck! Soll er eigentlich einfach noch mal zurück auf Hummels spielen? Jetzt wechseln wir erstmal Reus und Dembele aus. Die haben genügt. Oh, scheiße. Ich bin da nach links gegangen. Nicht aufregen. Müssen wir gleich noch mal Pause drücken. Reus. Okay. Es kann gewechselt werden, das ist gut. Überlege gerade, ob ich nicht vielleicht schon mal. Ecke, komm jetzt, mach mal ein Kopfballtor, Modest. Ich weiß nicht, ob er schon mal eins gemacht hatte, als ich ihn das erste Mal getestet habe, aber seit dem zweiten Test hat er noch keins gemacht. Sehr geiles Ding, aber. Oh, scheiße, es hat nicht gereicht. Krass, wie sich Plattenhardt durchsetzt. Oh, was war denn das für ein Schuss? Habt ihr das gesehen? Komplett peinlich. Ach du Gott. Geil. Hummels passt zur Ecke. Das sollte natürlich ein Pass werden und er passt zur Ecke. Krass. Ich glaube, eine billigere Ecke gab es selten.
Nein, ist doch kein Foul. Oh, krass, dass er den verschießt, den muss er natürlich machen. 84. Minute, den muss er machen. Dann lackt er sich halt dieses Scheißding. Fuck you, fuck you, fuck you. Was ein dreckiger Lacker wieder. Und wieder, was soll ich da anders machen? Ich bin dran und es reicht natürlich nicht. Oh. Er lackt sich wieder diesen verfluchten zweiten Ball, ey. So zum Kotzen. Fuck. Und das habe ich gemeint. Das letzte Spiel hätte ich mit Sicherheit gewonnen. Jetzt bekomme ich einen super guten Gegner, wo es auf Messerschneide steht, was extrem knapp ist. Er schießt dieses verfluchte Lucky Tor in der, nach der 80. Minute. Ich werde wahrscheinlich keine Zeit mehr haben, das noch aufzuholen. Zum Kotzen, ey. Einfach nur zum Kotzen. Ja, da soll der Ball hin. Scheiße, verflucht! Oh, das geht mir auf den Sack. Schon wieder zwei Spiele komplett unglücklich verloren. Das erste Spiel war mit zwei Lucky Gegentoren. Hier jetzt das nächste. Oh, die Riesenchance, die Dembele da hat, die geblockt wird. So ein Dreck, so ein elender Scheißdreck. Ich habe wirklich einen ganz kleinen, also das war trotzdem bisher, ist trotzdem bisher, würde ich sagen, die beste Weekend League, die wir spielen, rein vom Gefühl her. Ich spiele konzentriert, ich habe viele 1-0-Rückstände dann noch gedreht. Wenn natürlich der 1-0-Rückstand so extrem spät kommt, was soll ich sagen, super ausgeglichenes Spiel, absolut unverdient diese Niederlage unter der Sieg des Gegners. Und ja, ich habe natürlich gedacht, wir können hier vielleicht noch eine Runde auf Elite 3 schielen. Und klar, wir haben jetzt noch die kleine Restchance, wir dürfen noch ein Spiel verlieren, aber oh, diese zwei Niederlagen tun da halt schon wieder so weh. Wir müssen 6 Spiele gewinnen aus 7, um auf Elite 3 zu kommen. Das wird halt einfach wieder nichts. Ich sehe es schon wieder kommen, ey. Das ist auch scheißegal, ich habe jetzt wieder drüber geredet und drüber nachgedacht. Egal, ob ich es positiv oder negativ sehe, es wird halt einfach wieder nichts werden. Fuck. Trotzdem die beste Weekend, die wir bisher spielen. Die Spiele, die wir verloren haben, sind sehr knapp. Oder ich habe halt auch wirklich Scheiße gebaut und kann dazu stehen. Ich würde sagen, die letzten zwei Niederlagen, das waren einfach Unentschieden. Also da wären Unentschieden verdient gewesen. Das war einfach Pech. Aber die sind halt sehr selten vorgekommen. Also es gab, ich weiß nicht, wie viel waren das jetzt insgesamt? Vom Gefühl her, also mir fallen jetzt eigentlich nur die zwei ein. Ich weiß, dass ich zwei oder drei Niederlagen hatte, da war ich selber schuld. Da war ein Gegentor meine eigene Schuld. Vielleicht erinnere ich mich an eine Niederlage nicht. Also vielleicht war es noch eine Niederlage. Wie viele Niederlage haben wir denn bisher? Also wir haben noch 7 Spiele. Das heißt, wir haben jetzt 7, das sind 19 Spiele. Also gab es 6 Niederlagen. 12 Siege, 6 Niederlagen. Ist das richtig? Ja. So, von den 6 Niederlagen waren 2 oder 3 definitiv eigene Schuld.
Ach, Moment, Moment. Eine Niederlage war ja einfach Lost von der Connection. Das war ja einfach wieder mal totaler Scheiß, obwohl ich 1-0 geführt habe. Das war die eine Niederlage. Dann zwei Niederlagen war auf jeden Fall dabei, wo ich selber die Tore zu ver. Also zum Teil zumindestens. Ja, doch, doch. Nee, es waren glaube ich sogar drei. Also ich gehe mal. Also bei zweien bin ich mir 100% sicher, an die kann ich mich noch erinnern, aber ich glaube, es waren drei. Also es gab drei Spiele, wo ich definitiv. Also ich gehe davon aus, dass es drei Spiele gab. Meine Fresse, komm auf den Punkt, Idiot. Ich gehe davon aus, dass es drei Spiele gibt, wo ich durch Eigenverschulden verliere. Ein Spiel war die ja, Connection Loss von diesem blöden Update meines Antivirenprogramms. Sind wir bei vier und jetzt haben wir die zwei Niederlagen, wo ich sag, die waren nicht gerechtfertigt. Da hätte ich eventuell gewinnen soll, auf jeden Fall maximal im schlimmsten Fall unentschieden spielen soll nach 90 Minuten. Die verliere ich nicht gerechtfertigterweise. Und damit kommen wir auf die sechs Niederlagen, die ich hatte. Und deswegen sage ich, es war trotzdem unsere bisher beste Weekend League. Im Endeffekt waren es ja erstmal nur fünf Niederlagen, in denen ich überhaupt bis zum Ende gespielt habe. Und von daher, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Spiel bisher. Darauf muss ich aufbauen, das muss ich sehen. Ich bin zufrieden mit meinem Spiel, so muss ich weiterspielen. Ich kann halt einfach. Es ist total ärgerlich, es kotzt mich unendlich an, aber ich kann nichts gegen solche Spiele machen. Ich kann nichts dagegen machen. Die kommen halt einfach vor. Auch mal auf der anderen Seite, dass ich mal das Glück habe. In dem Fall hatte ich halt leider das Pech und es ist halt leider so. So, 17 Spiele. Wir haben bei 13 angefangen und wie viel Scorerpunkte? 6. Okay, wir haben ein einziges Tor gemacht bisher, seitdem wir angefangen haben mit der Zählung. Aber es waren auch erst zwei Spiele. Nee, Quatsch, es waren drei Spiele. Wir haben bei 13 angefangen. Und wir müssen ein Spiel abziehen, also drei Spiele, ein Scorerpunkt. Schöner Alu-Treffer von Modest noch. Modest fühlt sich auf jeden Fall besser an als die anderen und spielt gut mit, arbeitet auch gut nach hinten mit. Den werde ich auf jeden Fall erstmal drin lassen. Ich glaube auch für die restlichen Spiele. Also ich werde wahrscheinlich jetzt keinen anderen Stürmer testen während der Weekend League. Ich muss mich einfach mit allem erstmal einspielen und das ist Modest. Und dann werde ich versuchen, meine Kohle zusammenzuhalten und vielleicht, dass wir dann in der nächsten Weekend League nochmal Lewandowski spielen können, vielleicht ihn vorher testen können, mal schauen, das ist der Plan. Also dann bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss, tschüss.